Hallo, mein Name ist Maria Fleimisch und ich führe dich heute durch diese Vinyasa Flow Einheit durch. Es ist ein bisschen eine langsamere Einheit, also auch sicher ganz gut, wenn du schon vielleicht eine Zeit lang kein Yoga praktiziert hast. Gut, wir fangen an. Du kommst als erstes einmal, setzt du dich hinten auf deine Fersen drauf, bringst deine Knie mattenbreit auseinander und beugst dich dann vor. Komm einfach mal am Anfang jetzt in die Stellung des Kindes. Bring aber deine Hände beide nach vor und leg deine Stirn auf der Matte ab. Nimm ein paar ganz tiefe Atemzüge. Und lass alles, was heute war, alles, was dich beschäftigt hat, ganz bewusst jetzt draußen und zieh all deine Aufmerksamkeit, all deinen Fokus ganz bewusst zu dir selbst. Spür deine Knie auf der Matte, spür deine Stirn auf der Matte, deine Handflächen. Und atme tief ein durch die Nase und wieder aus und lass alles Alte, alles Verbrauchte in die Matte nach unten ausatmen. Vielleicht magst du für die heutige Einheit auch eine Intention setzen und bereite deinen Körper darauf vor, dass du jetzt ihm diese Einheit schenkst und achte immer gut darauf, dass du nur die Positionen machst oder dass du die machst, die sich für deinen Körper gut anfühlen. Du hast auch immer wieder die Möglichkeit, in der Stellung des Kindes eine kleine Pause einzulegen oder auch im herabschauenden Hund und dann wieder weiterzumachen. Gut, dann komm auf deine Fingerspitzen, stell deine Fingerspitzen vorne auf. Und spür die Dehnung in deinen Schultern, in deinen Achseln. Und dann wander ganz langsam mit deinen Fingerspitzen nach rechts, auf die rechte Seite, so weit es geht. Und lass deine Stirn, leg deine Stirn auf der Matte ab. Und atme ganz tief in die seitliche Dehnung. Ganz tief in deine Flanken atmen und bemerke, wie sich da die Spannung mehr und mehr löst mit jedem Atemzug, wie du weiter wirst. Dann wandere langsam mit deinen Fingerspitzen wieder zurück zur Mitte. Und auf die andere Seite. Und auch hier leg deine Stirn wieder ab auf der Matte und atme in deine Seite. Ist auch gut, wenn du magst, die Ujjayi-Atmung anzuwenden. Das ist die Atmung, wo du deine Stimmritzen verengst. Also würdest du, so wie würdest du einen Spiegel anhauchen, aber mit geschlossenem Mund. Das ist ein sehr geräuschvolles Atmen, das dich beruhigt, wo du auch neue Energie schöpfst. Gut, dann wander wieder zurück
mit deinen Händen auf deine Matte. Und bring dein Gesäß nach oben. Leg deine Füße, deinen Fußrücken ab auf der Matte. Bring dein Gesäß nach oben. Und leg auch hier deine Stirn oder dein Kinn ab. Und genieß die Öffnung deiner Vorderseite. Du kannst auch gleichzeitig deinen Bauchnabel nach innen ziehen, dein Uddiyana Bandha aktivieren. Und dann öffne deinen rechten Arm nach oben auf. Und leg deinen Kopf ab auf deiner linken Schläfe. Halte den Arm gestreckt bis in die Fingerspitzen. Und dann streck dein linkes Bein aus und bring ihn auf deine rechte Seite hinüber. Atme in die Dehnung. Noch für 3, 2 und 1 Atemzug. Dann wander mit deinen Beinen wieder zurück zur Mitte. Stell's ab, bring deinen Arm nach unten und öffne deinen linken Arm nach oben auf. Dehn dich auf. Dein Arm ist gestreckt bis in die Fingerspitzen. Und dann streck dein rechtes Bein aus nach hinten und wander mit deinem Fuß hinüber auf deine linke Seite. Tief atmen. Nimm wieder 3 tiefe Atemzüge. Und dann wander langsam mit deinem Fuß wieder zurück. Setz ihn ab, ist ein bisschen auch eine Gleichgewichtsübung. Bring deinen Arm zurück nach unten, streck dich noch einmal aus nach vor. Aktivier wieder dein Uddiyana Bandha. Und dann wander langsam, komm nach oben mit deinen Händen zurück, sodass du in den Vierfüßlerstand kommst. Wir machen jetzt einige Runden Katze-Kuh. Atme ein, Blick nach vor, Schultern zurück, Wirbelsäule zieht Richtung Matte. Petilasana, die Kuhpose. Und dann ausatmen, Kinn zur Brust. Drück deine Wirbelsäule nach oben. Richtig die Schultern rausdrücken. Atme ein. Blick nach vor, Schultern zurück, Hohlkreuz, ausatmen, Katzenbuckel, Kinn zur Brust, atme ein, Blick nach vor, Petilasana, die Kuh und ausatmen, Katzenbuckel, Majariasana, atme ein, Blick nach vor, Hohlkreuz und ausatmen, runder Rücken. Dann komm wieder in die neutrale Position. Stell hinten deine Zehen auf und drück dich nach oben in Adho Mukha Svanasana. Das ist jetzt der erste herabschauende Hund. Deswegen zieh abwechselnd die eine Ferse, dann die andere Ferse Richtung Matte und dehn deine Hamstrings, deine Muskeln auf deiner Oberschenkelrückseite, ganz achtsam, deinen Körper aufwecken. Achte darauf, dass deine Fingerspitzen in die Matte drücken, dass deine Fingerballen auch fest in die Matte drücken und gut aufgefächert sind. Dein Mittelfinger ist parallel zum Mattenrand. Auch hier aktiviere den Uddiyana Bandha, deinen Bauchnabel, ziehen nach innen und dann bring beide Fersen gleichzeitig
Richtung Matte, atme ein, komm nach oben auf deine Fersen in High Plank und ausatmen aus deiner Hüfte, zieh dich wieder zurück nach hinten. Atme ein, deine Hüfte mit runden Rücken, komm nach vor in High Plank und ausatmen, wieder nach hinten zurück. Atme ein, auf deine Zehenspitzen kommen und dann halten und ausatmen, wieder zurück nach hinten. Sehr gut, dann wander langsam mit deinen Füßen nach vor zu deinen Händen und greif deine Arme, greif deine Ellenbogen und lass dich aushängen. Tief atmen. Das ist eine sehr beruhigende Asana. Du kannst hier auch dir vorstellen, wie du all deine Gedanken in die Matte abfließen lässt. Du kannst auch achtsam ein bisschen nach vorn und zurück wippen und genieß den Raum, der da entsteht, zwischen deinen Wirbeln. Gut, dann beug deine Knie ganz sanft, bring beide Hände, verschränk beide Hände hinter deinen Hinterhauptknochen, deine Ellenbogen lass nach vorgleiten und dann mit gebeugten Knien und runden Rücken komm ganz langsam nach oben mit runden Rücken in den Stand, so dass ich als letztes dein Kopf nach oben anhebt. So, dein Kopf ist ein bisschen abgeschnitten, aber gut. Dann komm nach vorne an den vorderen Mattenrand und wir beginnen mit einem Surya Namaskar. Atme ein, komm nach oben, Rückbeuge, Hände nach oben, ausatmen, komm tief, Uttanasana. Atme ein, halb hoch, Ardha Uttanasana, Schultern weg von den Ohren. Wenn du nicht bis an den Boden kommst, macht nichts, dann bring beide Hände auf deine Schienbeine, Schultern zurück, Blick nach vor, Rücken gerade. Und dann bring deine Hände nach unten und komm nach hinten ins Brett. Aktiviere hier deine Gesäßmuskulatur, dein Uddiyana Bandha. Und halten kurz. Dann atme aus, weil es das erste ist. Machen wir nochmal ein langsames Chaturanga. Zieh deine Schulterblätter um deinen Brustkorb nach vor. Also du drückst dich nach oben. Dann bring deine Oberarme nach hinten und zur Mittellinie. Und komm langsam nach unten in Chaturanga. Und atme ein in den heraufschauenden Hund. Ardha Urdhva Mukha Svanasana, genau. Und dann drück dich nach hinten in Adho Mukha, in den herabschauenden Hund. Da kannst du wieder ein paar Atemzüge nehmen. Rotiere im herabschauenden Hund deine Achseln zueinander. Also es ist, als würden deine Achseln sich anschauen. Also deine Oberarme rotieren nach außen, damit ein Raum entsteht zwischen deinen Schulterblättern. Super. Dann Blick nach vor, steig oder spring nach vor mit deinen Füßen zu deinen Händen und komm halb hoch in Ardha Uttanasana, ausatmen tief. Und atme ein, Hände über die Seiten nach oben wieder in den Stand. Gut, atme ein, Rückbeuge, Arme nach oben. Ausatmen, Uttanasana. Das sind die Fingerspitzen mit den Zehenspitzen in einer Linie. Atme ein, Ardha Uttanasana, halb hoch. Und ausatmen, steig oder spring zurück ins Brett. Atme aus, Chaturanga. Atme ein, Urdhva Mukha Svanasana und ausatmen,
Adho Mukha. Gut, dreh da die eine Hüfte, rotiere die eine Hüfte nach außen und dehn deine Seite, dann bring sie zur anderen Seite, dreh die andere Seite auf. Dann atme ein, blick nach vor, steig oder spring nach vor zwischen deine Hände, halb hoch, Ardha Uttanasana, ausatmen tief, atme ein, Hände über die Seite nach oben und wieder verschränk sie vor deiner Brust zusammen. Gut, erde gut deine Zehen, spreiz vielleicht zuerst deine Zehen auseinander, so weit du kannst. Und dann erde den großen Zeh in die Matte, die Innenkante deiner Ferse und den kleinen Zeh, die Außenkante deiner Fersen. Und spür die Erdung. Spür die Erdung mit deiner Matte. Super. Dann atme ein, streck dich nach oben, mach dich lang. Ausatmen, tief, atme ein, halb hoch, atme aus, steig oder spring zurück ins Brett. Gut, dann bring jetzt deine Knie zu Boden und wir machen ein paar Chaturanga Push-Ups. Und zwar wieder deine Schultern umarmen, deinen Brustkorb. Oberarme zieh nach hinten und zur Mittellinie, atme aus, komm nach vor, so dass deine Arme im 90 Grad Winkel sind, atme ein, drück dich wieder nach hinten, atme aus, Oberarme nach hinten und zur Mittellinie bringen und ausatme nach vor, atme ein, wieder nach hinten, atme aus, komm nach vor, ein, zurück, einmal noch, atme aus, komm nach vor und atme ein, wieder zurück. Dann stell deine Füße auf, wenn sie es nicht eh schon sind und komm zurück, wieder in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana, dann atme ein, streck das rechte Bein hoch nach oben, deine Hände sind wieder gut geerdet, Fingerspitzen, Fingerballen drücken fest in die Matte. Genieß die Dehnung, aktiviere dein Uddiyana Bandha und atme aus, bring dein Knie Richtung Nase und halten für 3, mach einen runden Rücken für 2, aktiviere deine Mitte für 1, atme ein und streck das Bein wieder zurück nach oben und ausatmen, stell es ab neben deinem Fuß, atme ein, streck das linke Bein hoch nach oben. Halt es gestreckt, aktiviere dein Uddiyana Bandha, genieß die Dehnung, deine Hände sind gut geerdet und atme aus, bring dein Knie Richtung Nase und komm nach vor, runder Rücken und halten für 3, für 2, für 1, atme ein, streck das Bein wieder nach oben auf. Und ausatmen, abstellen neben deinem Fuß, super. Atme ein, Blick nach vor, beug die Knie, steig oder spring nach vor. In Ardha Uttanasana, Rücken gerade, Schultern zurück, Blick nach vor. Ausatmen, tief, Uttanasana. Atme ein, Hände nach oben und ausatmen. Falte sie im Anjali Mudra vor deiner Brust zusammen. Dann atme ein, komm nach oben in Utkatasana. Hier ist dein Gewicht hinten auf deinen Fersen. Also wenn du nach vorne schaust, dann kannst du deine Zehenspitzen sehen. Und richte dich auf, auch hier aktiviere dein Mula Bandha, Beckenbodenmuskulatur und Uddiyana Bandha. Bauchnabel zieh nach innen, halten. Dann ausatmen, tief, Uttanasana, atme ein, halb hoch, atme aus, steig oder spring zurück und komm nach unten in Chaturanga, atme ein, Urdhva Mukha Svanasana und ausatmen,
Atme, Mukha. Atme ein, bring deinen rechten Fuß nach vor und komm nach oben in Virabhadrasana. Eins. Vorne dein Bein ist im rechten Winkel, dein Knie abgewinkelt. Der hintere Fuß ist im 45-Grad-Winkel und zeigt nach vor. Virabhadrasana 1, Krieger 1 Pose. Und deine linke Hüfte zieht nach vor. Heb deine Seiten, heb dein Brustbein und komm tiefer. Für 3, für 2, für 1. Atme aus. Bring deine Hände nach unten und komm nach unten in Chaturanga. Atme ein. Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen. Adho Mukha. Atmen. Nimm tiefe Atemzüge. Gern auch wieder die Ujjayi-Atmung. Dein Scheitel zieht Richtung Matte. Deine Achseln schauen sich an. Deine Hände sind gut geerdet. Dann atme ein, Blick nach vor, steig oder spring nach vor in Ardha Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Atme ein, Hände über die Seite nach oben und komm gleich wieder nach unten in Utkatasana, in die Stuhlpose. Wieder verlagere dein Gewicht nach hinten auf deine Fersen. Komm tief. Es ist, als würdest du auf einem Stuhl sitzen. Richte deinen Oberkörper auf. Atme aus, Uttanasana. Atme ein, halb hoch. Atme aus, steig oder spring zurück ins Brett. Komm nach unten, Chaturanga. Atme ein. Urdhva Mukha, ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Atme ein, bring das linke Bein nach vor, den rechten Fuß im 45-Grad-Winkel und komm nach oben in Virabhadrasana 1. Dein linkes Knie ist tief gebeugt, genau, komm tiefer. Heb deine Seiten, heb dein Brustbein, deine rechte Hüfte zieht nach vor und atme noch für 3, für 2, für 1. Atme aus, bring deine Hände nach unten und komm in Chaturanga. Atme ein, Urdhva Mukha, ausatmen, Adho Mukha. Dann atme ein, komm in High Plank ins Brett, aber mit rundem Rücken. Und dann bring dein Knie Richtung Nase, wieder mit rundem Rücken und halten. Atme aus, streck das Bein wieder nach hinten. Atme ein, linkes Knie Richtung Nase, halten. Aktiviere die Kraft in deiner Mitte, dein Uddiyana Bandha. Und ausatmen, wieder zurück in den herabschauenden Hund. Nimm ein paar Atemzüge. Und dann atme ein, Blick nach vor, beug die Knie, steig oder spring nach vor. In Ardha Uttanasana, ausatmen, Uttanasana, atme ein, Hände über Seite nach oben und ausatmen, verschränk sie vor deiner Brust zusammen. Gut, dann komm nochmal nach unten in Utkatasana und bring deine Hände diesmal, verschränk sie vor deiner Brust zusammen, so im Anjali Mudra. Und dann dreh deinen linken Ellenbogen, dreh dich nach rechts auf, so dass du einen Twist hast im Oberkörper.
Und dann heb dein rechtes Bein. Oder nein, es ist das linke, diesmal genau. Heb das linke Bein nach hinten oben. Haben wir jetzt mit der anderen Seite begonnen, aber macht nichts. Und dann machen wir einen großen Schritt, ups, nach hinten. Und komm nach oben. Diesmal in Adanasana. Der Fuß hinten ist aufgestellt. Bring deinen Oberkörper nach vorne und leg dein linkes Knie ab auf der Matte. Dein rechtes Bein ist nach vor aufgewinkelt. Bring dein Knie noch ein bisschen weiter nach hinten zurück. Weil wenn du es zu steil hast, dann schmerzt das Knie auf der Matte. Du kannst auch gerne die Matte umklappen und dein Knie drauf abstellen. Richte dich auf. Und atme in die Dehnung, in deine Hüfte. Und dann bring deine Handfläche, deine linke, auf die Innenseite von deinem Fuß und streck deinen rechten Arm nach oben. Du kannst auch gerne, wenn du magst, das Bein ausstrecken und nach oben, ganz so, wie es sich für dich jetzt am stimmigsten anfühlt. Noch halten für 3, für 2, für 1. Dann komm auf deine Außenkante von deinem linken Fuß und bring deinen rechten nach hinten und komm in Wild Thing. Öffne dich auf. Dein Gesäß, deine Mitte, drück nach oben und du öffnest dich, du öffnest dein Herz nach oben auf und atmen für 3, für 2, für 1. Gut, dann bring deine Hand wieder zurück nach unten, bring dein linkes Bein nach vor und komm in die Seitendehnung. Also du bist richtig auf der Seite, der Fuß ist vorne abgestellt und du atmest in deine Seite. Noch halten für 3, für 2, für 1. Dann fädel dich nach vor, stell den Fuß wieder hinten auf, bring dein rechtes Bein nach oben, nach vorne meine ich, und komm nach oben in Adanasana. Der hintere Fuß ist aufgestellt vorne im rechten Winkel. Gut, dann verschränk deine Hände vor deiner Brust zusammen, richte dich auf und steig nach vor und komm tief bleiben. Atme aus, bring deine Hände zu Boden, beug die Knie in Uttanasana. Deine Nase zieht zwischen deine Knie und lass los. Tief atmen. Dann atme ein, bleib mit gebeugten Knien in Utkatasana, verschränk deine Hände vor deiner Brust zusammen und diesmal dreh deinen Oberkörper nach links, dein rechter Ellenbogen stützt sich ab auf deinem linken Knie und du öffnest dich auf. Achte darauf, dass deine Daumen ungefähr auf Höhe von deinem Brustbein sind. Und atmen. Dann heb deinen rechten Fuß nach hinten. Ups, bring ihn nach hinten. Das ist ein bisschen eine Gleichgewichtsübung. Komm in Adanasana, heb deine Hände nach oben auf. Und streck auch hier wieder deine Seiten.
Dann langsam komm nach unten, leg dein rechtes Knie hinten ab, deinen Fuß am Fußrücken. Bring deine Hände auf dein Knie nach vor, wander wieder ein Stück nach vor und komm, atme in die Dehnung in deine Hüfte. Die rechte Leiste zieht nach vor. Noch für zwei und eins. Dann bring diesmal deine rechte Hand auf die Innenseite von deinem linken Bein und streck deinen Arm nach oben, blick nach oben hinauf. Und wieder, du kannst, wenn du möchtest, hinten das Bein auch aufstellen oder du lässt das Knie einfach auf der Matte, so wie es sich für dich jetzt am besten anfühlt. Und noch atmen für drei, für zwei, für eins. Sehr schön, dann verlager deinen Fuß von deinem hinteren auf deine rechte Außenkante. Bring dein linkes Bein hinter deinen anderen und öffne dich auf in Wild Thing. So richtige Rückbeuge, deine Hüfte drückt nach oben, dein Becken drückt nach oben und atmen. Gesäß ist aktiv, dann löse, steig mit deinem hinteren Fuß nach vor und komm in diese seitliche Dehnung. Also du dehnst hier ganz schön deine Seite auf. Dein Becken bleibt in der Luft. Noch für drei, für zwei, für eins. Dann bring deinen linken Fuß nach vor, atme ein, komm nach oben. Wieder in Ahnenasana, der hintere Fuß aufgestellt. Vorne das Knie abgewinkelt im rechten Winkel. Verschränk deine Hände vor deiner Brust im Anjali Mudra zusammen und steig nach vor. Komm tief in Utkatasana. Lass deine Hände nach unten. Uttanasana, Nase zieht zwischen deine Knie. Knie sind gebeugt. Handflächen drücken fest in die Matte. Und atme. Lass los. Dann bring beide Handflächen, wenn es sich ausgeht, unterhalb von deinen Fußsohlen. Also du steigst quasi mit deinen Fußsohlen auf deinen Handflächen drauf und bleib ein paar Atemzüge. Und dann löse, bring deinen rechten Fuß nach hinten, leg dein Knie ab auf der Matte, komm nochmal nach oben, bring deine Hände auf dein Knie und dann beug das Knie und fasse mit deiner linken Hand deinen Knöchel und zieh ihn heran zu dir. Das ist eine ganz super Dehnung für deinen Quadrizeps, für deine Oberschenkelmuskulatur. Du kannst auch ein bisschen tiefer kommen und atmen. Noch für drei, für zwei, für eins. Dann löse hinten das Bein, stell es ab auf deinen Zehenspitzen und komm nach hinten. Streck den vorderen Fuß durch. Deine Hände sind auf deinen Fingerspitzen, also die legst du nicht ab. Und du dehnst dich nach vor, deinen Oberkörper mit geradem Rücken nach vor. Dehnt wieder gut deine Hamstrings auf. Und atme in die Spannung. Gut, dann atme ein, komm nach vor. Atme aus, steig zurück ins Brett. Komm nach unten, Chaturanga, atme ein. Urdhva Mukha, ausatmen, Adho Mukha. Okay, gut.
Und diesmal komm nach vor mit deinem linken Fuß. Oder haben wir es den linken gehabt? Mit dem anderen. Leg dein rechtes Knie ab. Genau, rechter Fuß ist diesmal nach vor. Also einfach den anderen. Ich habe jetzt vergessen, welchen wir vorne hatten. Ich glaube, den rechten nach vor, genau. Beug dann hinten das Knie. Zieh es wieder heran zu dir. Genau, so war es. Zieh deinen linken Fuß heran. Kannst auch mit beiden. Dann ist die Dehnung ein bisschen intensiver. Noch atmen. Für drei. Für zwei. Für eins. Dann löse den Fuß. Stell deinen Fuß hinten ab. Und komm ins Brett. Ausatmen. Chaturanga. Einatmen. Uddiyana Mukha. Und ausatmen. Adho Mukha Svanasana. Super. Gut. Dann atme ein, streck das Bein nach oben, Knie zu Brust, atme aus und komm nach vor. Dann verlagere dein Gewicht auf deine linke Seite und bring deinen rechten Fuß für Vashisthasana, für die Seitendehnung, Seitenpose auf dein rechtes Bein und öffne dich nach oben auf. Du kannst gerne so bleiben, kannst auch den Fuß auf deinen Waden oder Oberschenkel ablegen. Bleib einen Moment in der Pose, deine Hüfte, deine Mitte, drück nach oben und blick in deine ausgestreckte Hand nach oben auf. Gut, dann bring deine Hand wieder zurück nach unten, komm in Adho Mukha Svanasana zurück. Gut, dann bring dein linkes Bein nach vor und dein rechten nach unten in Low Lunge. Und wieder wie vorher, zieh deinen Fuß, deinen Knöchel zu dir heran, gerne auch mit beiden Händen. Und stell den Fuß wieder ab. Komm nach hinten, beug deinen Oberkörper nach vor, über dein gestrecktes Bein, der vordere Fuß ist geflext, hinten aufgestellt auf deine Zehenspitzen. Und dann bring dein Bein nach oben, verlagere hinten dein Gewicht auf deine rechte Außenkante und komm auf deine andere Seite. Vashisthasana. Nach oben, Blick nach oben. Und du kannst auch hier wieder, wenn du magst, deinen Fuß ablegen auf deiner Wade. Oder du lässt ihn einfach und atmest. Drück deine Hüfte nach oben, Blick nach oben. Und halten noch für drei, für zwei, für eins. Gut, bring deine Hand wieder nach unten und komm zurück. In Adho Mukha Svanasana, atme ein, Blick nach vor, Chaturanga, atme ein, komm nach oben und ausatmen, wieder zurück in Adho Mukha Svanasana. Diesmal aus der Pose, komm nach unten auf deine Unterarme, wander ein bisschen näher mit deinen Füßen heran. Und hier ist wichtig, dass der Scheitel nicht auf der Matte ablegst, sondern du drückst deinen Kopf, deine Schultern weg von der Matte und atme. Gut, sehr schön. Dann komm wieder zurück in Adho Mukha. Beug die Knie. Blick nach vor, steig oder spring nach vor. In Urdhva, Ardha meine ich, Ardha Uttanasana. Ausatmen tief, einatmen Hände nach oben und ausatmen. Verschränk sie vor deiner Brust zusammen. Okay. Und dann atme ein. Bring
dein Bein auf deine Seite und komm in die Grätsche. Schau einfach, wie es für dich jetzt passt, dass du mich jetzt auch sehen kannst. Wir machen eh. Komm in Prasarita, Padottanasana. Und atme ein, verlängere dich nach oben und ausatmen, komm mit geradem Rücken nach vor. Bring beide Handflächen auf deine Matte und schau, dass deine Handballen in einer Linie sind mit deinen Fersen. Wenn du magst, wenn es in deiner Praxis ist, kannst du jetzt den Moment nutzen und in den Tripod-Handstand gehen. Ich probiere es mal. Ja, es funktioniert. Oder du bleibst einfach noch ein bisschen in der Pose, atmest. Noch für 3, für 2, für 1. Wenn du im Tripod bist, dann komm langsam wieder in Prasarita, Padottanasana, in gespreizten Beinen. Komm nach oben mit deinem Oberkörper. Beug deine Ellenbogen nach unten und setz dich dann mit deinen Oberschenkeln auf deinen gebeugten Armen ab. Streck deine Beine aus auf die Seite oder verschränk sie vor deiner Brust zusammen. Ich krieg sie nicht ganz zusammen. Aber ein bisschen ist auch ein bisschen eine Balanceübung. Super. Und dann setz dein Gesäß ab auf der Matte und spreiz deine Beine rechts und links raus. Ich brauche kurz ein Handtuch. So. Okay. Gut. Hier ist jetzt wieder gut, wenn du hinten deine Gesäßmuskulatur rausziehst. Du brauchst auch nicht so weit gehen. Ja? Schau einfach nur, wie es für dich passt. Du kannst auch deine Füße, deine Beine ein bisschen näher zusammenbringen. Schau einfach, wie sich es für dich gut anfühlt. Nochmal, zieh deine Gesäßmuskulatur hinten raus oder nimm dir sogar einen Bolster zur Hilfe. Hier ist wichtig, dass dein Becken nach vorne gekippt ist. Ja? Dann atme ein, streck dich nach oben auf und bring dann deinen linken Arm hinunter, leg ihn ab und beug dich hinüber mit deinem rechten Arm auf deine Seite. Und auch da, es ist nicht wichtig, dass du jetzt unbedingt deinen Zehen erreichst. Ja. Es ist ganz egal, es geht jetzt hier um deine Seitendehnung. Es ist auch in Ordnung, wenn du höher bist. Es geht nur darum, dass du dich nicht so nach vorne kippen lässt, sondern es ist hier wirklich eine seitliche Dehnung, die hier deine Seiten schön öffnet. Blick nach oben, unter deinem Oberarm nach oben schauen und atme. Dein Brustbein zieht nach oben Richtung Decke. Und achte auch darauf, dass beide Sitzbeinhöcker auf der Matte bleiben. Noch für 3. Ganz tiefe Atemzüge nehmen in deine Seite. Für 2. Und 1. Gut, dann atme ein, komm nach oben. Mach dich nochmal lang. Heb dich nochmal raus auf deiner Hüfte. Und dann bring deinen rechten Arm nach unten auf die Matte und dreh dich seitlich auf. Ja, also es ist nicht so nach vor, dass dein Körper nach vor gedreht ist, sondern es geht wirklich um die seitliche Öffnung und du dehnst dich nach oben. Zur Seite meine ich. Blick geht nach oben, so rum. Und atme in deine Flanken. Noch für 3 tiefe Atemzüge. Super. Gut, dann atme ein, komm nach oben, streck dich nochmal nach oben, mach dich lang
und dann beug dich nach vorne. Wenn du es hier ein bisschen intensivieren möchtest, ist einfach eine Option, verschränk deine Hände hinter deinem Kopf, hinter deinem Hinterhauptknochen und dann atme aus, komm nach vor. Atme ein, komm nach oben. Atme aus. Beide Füße sind geflext, ja, deine Fersen drücken weg, deine Zehen ziehen zu dir her und du atmest aus, kommst nach vor und bleib. Und achte darauf, dass die Vorbeuge wirklich aus deinen Hüften nach vor geht, dass du mit geradem Rücken nach vor kommst. Ja, es ist wirklich jetzt wichtig, eben nicht wieder so mit runden Rücken, sondern dann bleib lieber ein bisschen weiter oben mit geradem Rücken, als mit runden ganz nach vor zu kommen, weil das ist dann einfach eine ganz andere Wirkung. Und atmen. Noch für 3 Atemzüge. 2. Und 1. Atme ein, komm nach oben und komm in den Langsitz. Auch hier wieder zieh hinten deine Gesäßmuskulatur nach außen oder wirklich nimm dir einen Bolster, einen kleinen, damit dein Becken wieder nach vorgekippt ist. Dann atme ein, streck dich nach oben auf, Füße sind wieder geflext, Fersen drücken weg, Zehen ziehen zu dir her und atme aus. Komm wieder aus deinem Becken mit geradem Rücken nach vor und auch wieder das Gleiche. Es ist jetzt nicht dieses, ja, sondern, also mit rundem Rücken, sondern es ist mit geradem Rücken nach vor. Und schau einfach, so weit du kommst, so weit wie du kommst, es ist genau richtig, es ist genau perfekt, mit geradem Rücken nach vor kommen und dann atmen. Kannst, wenn du einatmest, verlängert sich die Wirbelsäule und mit dem Ausatmen kommt noch eine Spur mehr in die Dehnung. Atme ein, Wirbelsäule verlängert sich, ausatmen, noch ein bisschen tiefer. Füße bleiben geflext, Fersen drücken weg, Zehen ziehen zu dir her. Noch 7 Atemzüge. 1. Atme ein, komm nach oben und komm gleich in Navasana, in die Bootspose. Du kannst auch gern, wenn dir das mit gestreckten Beinen zu viel ist, deine Unterschenkel parallel zur Matte lassen. Hier ist wichtig, deine Schultern weg von den Ohren, Brustbein öffnet sich nach vor und Schultern zurück. Oder du kommst in die volle. Genau, und noch halten für 3, für 2, für 1. Wenn du oben warst, bring jetzt deine Füße parallel, deine Unterschenkel zur Matte, wieder Schultern weg von den Ohren, Brustbein nach vor und dann bring deinen rechten Zehen zu Boden, atme ein, nach oben, atme aus, den linken, atme ein, nach oben, atme aus, den rechten, atme ein nach oben, aus links, ein nach oben, aus rechts, ein nach oben. Gut, dann verschränk deine Füße vorne und komm zurück nach hinten ins Brett. Atme aus, Chaturanga, atme ein, Urdhva Mukha Svanasana und ausatmen, Adho Mukha. Gut, dann beug deine Knie, komm nach unten. Und komm jetzt in Marichyasana, denn deine Beine sind ausgestreckt. Dann bring deinen rechten Fuß, steig über dein linkes Knie, atme ein. Auch hier wieder ist gut, dass du eben auf einem Bolster sitzt oder zieh deine Gesäßmuskulatur nach außen.
Der linke Fuß ist geflext. Atme ein, streck dich nach oben aus und atme aus. Dreh dich nach rechts. Dein Oberarm drückt gegen dein linkes Knie und zwar auch so ruhig, dass sich dein Oberschenkel, deine Bauchorgane massieren. Deine hintere Hand ist aufgestellt auf deine Fingerspitzen, Schultern weg von den Ohren. Atme ein, die Wirbelsäule verlängert sich nach oben und ausatmen, komm weiter in die Drehung. Deine linke Hand, die Finger sind auch gestreckt nach oben. Atme ein, Wirbelsäule nach oben atmen und ausatmen. In die Drehung, Blick nach hinten, atme ein, noch drei Atemzüge, Schultern weg von den Ohren. Dann atme ein, bring den Kopf nach vor, dreh deinen Oberkörper nach vor, streck dein rechtes Bein aus, stell dein linkes auf, über dein rechtes Knie. Atme ein, mach dich lang und ausatmen, dreh dich auf deine linke Seite, Fingerspitzen hinten wieder aufgestellt, deine Schultern drücken weg von deinen Ohren, atme ein, die Wirbelsäule verlängert sich nach oben und ausatmen in die Drehung. Noch selbstständig, noch fünf Atemzüge und bemerke, wie du mit jedem Ausatmen eine Spur weiter in die Drehung kommst. Gut, dann atme ein, bring deinen Oberkörper nach vor und komm nochmal nach oben in Navasana, in die Bootspose, wieder Schultern weg, Brustbein öffnet sich nach vor und dann verschränk deine Füße diesmal den anderen Knöchel über den einen und komm nochmal nach vor ins Brett. Atme aus, als Brett zu Boden. Chaturanga, atme ein. Adho Mukha Svanasana und ausatmen. Adho Mukha. Gut, dann bring deine Knie nach unten und komm auf dein Gesäß für Shavangasana, für die Kerze. Da ist jetzt wirklich die oberste Regel, dass du, wenn du in der Kerze bist oder auch im Flug, in Halasana, dass dann dein Kopf immer in einer Linie bleibt mit deiner Wirbelsäule. Ja, ist ein guter Tipp, dass du da dann einfach deinen Bauchnabel anschaust oder deine Zehenspitzen. Dann komm langsam, Wirbel für Wirbel, Füße sind aufgestellt, Hände schauen sich an, ganz langsam nach unten in deine Rückenlage. Atme aus und dann bring deine Beine nach oben, stütz dich hinten ab am unteren Rücken und wander mit deinen Schultern vielleicht näher zusammen, deine Ellenbogen wandern ganz nah zusammen, so nah es geht. Aktiviere dein Uddiyana Bandha, Bauchnabel, zieh nach innen, Gesäßmuskulatur ist aktiv, Oberschenkelmuskulatur ist aktiv. Und der Blick bleibt Richtung Zehenspitzen und atmen. Hier bleiben wir jetzt ein bisschen länger. 15 Atemzüge. Ganz langsam, komm in den Flug, in Halasana, lass ganz langsam deine Beine, senk sie abgestreckt nach hinten und wenn deine Zehenspitzen den Boden berühren, wander mit deinen Zehenspitzen ein bisschen näher zu deinem Kopf, also deine Füße sind hier geflext, die Fersen drücken weg, du kannst auch gerne deine Hände hinter deinem Rücken ineinander verschränken.
Und wenn es in deiner Praxis ist, kannst du auch Karana Pidasana machen, dass du deine Knie rechts und links von deinen Ohren ablegst. Das ist eine sehr, sehr befreiende Asana, wo du all deine Sinne nach innen ziehst. Dann langsam löse deine Hände und roll ganz langsam im Zeitlupentempo, Wirbel für Wirbel, deinen Oberkörper, deinen Rücken auf deine Matte zurück. Und bring ganz langsam deine Beine, wenn es geht, gestreckt Richtung Matte nach unten. Rutsch ein bisschen zurück auf deine Matte, bring deine Handflächen mit der Handfläche nach unten unter dein Gesäß für Matsyasana, für die Fischpose, deine Ellenbogen wandern hinter deinem Rücken zusammen und dann öffne dein Brustbein nach oben, lass deinen Kopf hängen, Brustbein öffnet sich nach oben und tief atmen. Das ist eine ganz stark herzöffnende Asana. Genieß den Raum in deinen Lungen, den du da hast. Tief ein- und ausatmen. Noch für 3 Atemzüge. Und dann löse deine Ellbogen und leg dich langsam nach hinten in Rückenlage. Zieh beide Knie heran und fasse deine Schienbeine mit deinen Händen. Hier ist gut, wenn dein Kinn Richtung Brustbein zieht, damit hinten deine Halswirbelsäule schön gestreckt ist. Zieh deine Beine an deinen Oberkörper heran. Genieß die Dehnung in deinem unteren Rücken und Rücken. Und dann atme aus, stell die Knie ab, streck deine Arme rechts und links seitlich aus oder nach oben oder wenn du nicht genug Platz hast, in die Kaktuspose und dann schlag oder mach mal so, diesmal beide Knie, lass sie auf deine linke Seite gleiten und wenn du hier, lass da einfach die Schwerkraft arbeiten und wenn du hier noch ein bisschen mehr Dehnung haben möchtest, dann bring deinen linken Knöchel auf dein rechtes Knie und dehne dich hinüber. Der Blick geht auf deine rechte Seite. Beide Schultern bleiben auf der Matte. Und tief ein- und ausatmen. Dorthin, wo du die meiste Spannung spüren kannst. Noch 3 Atemzüge. Und dann bring dein Atem ein, bring den Kopf nach oben, stell deine Füße auf, wieder die Knie nebeneinander und lass sie beide auf deine rechte Seite gleiten. Und wieder auch hier. Wenn du es ein bisschen mehr intensivieren möchtest, dann bring deinen
rechten Knöchel auf dein linkes Knie und dehne dich hinüber, blicke diesmal sanft nach links. Und Schultern bleiben beide auf der Matte. Noch drei tiefe Atemzüge. Und dann atme ein, bringe den Kopf nach oben. Stell deine Füße auf, zieh beide Knie noch einmal zu dir heran. Du kannst auch mit deiner rechten Hand die linke Außenkante von deinem Fuß greifen, mit deiner linken Hand die rechte Außenkante von deinem Fuß und leg dich nochmal kurz ab, so wie ein kleines Paket machen oder auch die Nase zieh zwischen deine Knie und ein bisschen von Seite zu Seite rollen, das schön den Rücken massiert. Und dann löse, leg deinen Kopf ab, zieh wieder dein Kinn Richtung Brustbein und streck dich aus. Kannst du da jetzt auch gerne eine Decke nehmen, Socken anziehen und komm in Shavasana, deine Handflächen rechts und links. Neben deiner Hüfte mit der Handfläche nach oben, schließ deine Augen und bleib 5 Minuten in Shavasana. Das ist ganz, ganz wichtig für deinen Körper, dass du dir noch diese Ruhe gönnst. Schau, ob du vielleicht auch in die absolute Gedankenlosigkeit kommen kannst. Und das erreichst du am leichtesten, indem dass du auf deinen Atem achtest, dass du so sanft ein- und ausatmest, dass du die Atemluft bei deiner Nase, bei deiner Lippe nicht spüren kannst. Genieß noch diese Ruhe. Ich verabschiede mich jetzt von dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Namaste.